Herr Bönke, Pressesprecher der Mainzer Feuerwehr, wie ist der aktuelle Stand jetzt hier in Mombach bei dem Brand in der Lagerhalle? Die Lage hat sich etwas entspannt, dadurch, dass wir die MCV-Halle halten können. Wir können jetzt die Löschmaßnahmen konzentrieren auf die beiden noch brennenden Hallen. Wie man im Hintergrund sieht, auch mit recht gutem Erfolg. Etwas Probleme bereitet noch die Halle im Hintergrund, das ist eine Art Hochregallager. Wir wissen derzeit noch nicht, was für Stoffe da drin gelagert sind. Leider ist inzwischen klar geworden, dass wir 9 Verletzte zu beklagen hatten, die wohl alle in der Wagenhalle des MCV gearbeitet haben. 3 davon wohl etwas schwerer, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, und 6 Leichtverletzte, die vor Ort ambulant behandelt werden konnten. Es handelt sich bei allen um Rauchgasvergiftung. Kann man schon irgendwas zur Ursache sagen? Gerade nach Rücksprache mit der Polizei, die werden dann später die Brandursachenermittlung aufnehmen. Das ist auch nicht unser Metier. Wie viele Einsatzkräfte sind hier vor Ort? Also wir haben 130 Feuerwehrleute ungefähr. Zusammen mit Rettungsdienst und Polizei sind wir bei etwa 150 Einsatzkräften von verschiedenen Organisationen. Gehen Sie davon aus, dass in der Halle, in der der Brand ausgebrochen ist, keine Personen mehr waren, oder weiß man das im Moment noch nicht? Das weiß man im Moment. Wir gehen davon aus und hoffen das natürlich. Wie lange wird der Einsatz heute hier noch dauern? Ist momentan noch ganz schwer abzuschätzen, aber es wird nach Mitternacht werden. Und es wird dann auch die Nacht über werden Brandwachen gestellt werden, das auf jeden Fall. Und morgen wird dann wohl die Kripo die Ermittlungen aufnehmen. Vielen Dank.